Moin Leute, ja, zurück vom Wasser und Zeit wird das aber auch, wie ich mal sagen. Meine Fresse, wie mir diese Corona-Scheiße bis hier oben steht, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich bin der Einzige aus meiner Familie, der es nicht hat, das wollen wir auch vorgemerkt haben. Deswegen kann ich auch zum Angeln fahren. Und ich bin so dankbar, dass ich wirklich eine schnelle Nacht mal auf Karpfen ansitzen kann. Da habe ich echt wirklich Bock drauf, weil meine Frau hat es, meine Tochter hat es und mein kleiner Junge hat es auch. Ich bin der Einzige, der es nicht hat. Rennen ganz hart zu Hause mit Mundschutz rum. Ja, da ich aber geimpft, geboostert und alles bin, kann ich ja durch die Gegend und was nicht alles. Ja, kurze Nummer auf Karpfen. Ich habe da echt Bock drauf. Und ist mir auch scheißegal, wie die Nummer heute ausgeht. Ich musste einfach raus. Raus. Jeder eine wird das kennen, wenn er da zu Hause eine ganze Woche vor sich her vegetiert hat. Und einfach nur, ja, bespaßt mal eure Kinder ganz da auf den Hof. Ihr wisst selber, wie das ist, der Kinder hat oder keine Ahnung. Bespaßt dich erstmal selber. Irgendwann wird es langweilig, ne? Es ist so. Und deswegen steht es mir bis hier oben. Heute schnelle Nacht auf Karpfen. Ist schon spät, zwei Routen habe ich schon rausgebracht mit dem Boot. Weil wir haben schon, ich muss mal gucken, 17 Uhr, deswegen habe ich schon zwei Routen rausgebracht. Und jeder, der meine persönliche Ungeduld kennt, erstmal ins Wasser, erstmal Route rein. Das bei mir, ich kann hier nicht eine Stunde rumsitzen und noch, ach ja, schön, keine Ahnung, ja, da drüben läuft ein Reh, ist mir egal. Ich möchte erstmal eine Route ins Wasser, das ist bei mir das Ahnung. Der Rest kommt danach. Deswegen sieht es hier auch so ein bisschen aus, gut, ihr seht das nicht. Das sieht hier so ein bisschen aus wie ein Schlachtfeld. Überall liegt irgendwas rum. Das werde ich aber gleich noch abändern. Ich werde auf jeden Fall nur noch meine dritte Route fertig machen. Und die werde ich auch werfen, wenn ich irgendwo Buschen festhängen würde. Die anderen beiden habe ich rausgebracht, aufs Plateau gelegt. Und die Route werde ich hier vorne, ich sag mal so 10, 15 Meter vors Ufer, mit dem PVA-Sack werfen. Das mache ich mal immer ganz gerne. So befischt auch so ein bisschen beide Seiten vom Gewässer. Und die Route ist auch definitiv schon sehr, sehr oft manchmal abgelaufen. Ich habe mir das schon ein bisschen vorbereitet, damit wir das hier nicht ohne uns in die Länge ziehen, Leute. Und ich bin auch froh, wenn ich ganz ehrlich, wenn diese Route reinkommt. Ich muss mir die bloß noch fertig machen, weil die Route habe ich die Woche noch gekriegt. Das war quasi meine fehlende dritte zu meinen anderen beiden, weil ich hatte schon mir zwei neue Karpfenrouten gekauft. Und die hat mir noch gefehlt. Naja, Geld wächst nicht an den Bäumen, immer nach und nach. Jetzt habe ich drei die gleichen. Es müssen ja immer die gleichen sein, ihr wisst, wie das ist, ne? Und von daher nichts Besonderes. Wie gesagt, Route 360, 3 Lips. Marke ist erstmal scheißegal. Rolle ist eine 12.000er bei mir. Mit einer 0,25er Geflecht drauf ist eine sinkende Schnur. Ihr merkt, ich spreche ein bisschen lauter. Ich habe mein Funkmikrofon. Ich habe noch nicht mal ein neues bestellt. Ich habe das eingeschickt gehabt, aber ich habe noch kein neues. Und ach, die Woche war ich mit anderen Sachen bedient. Hab mir oben ganz einfach eine Schlaufe reingemacht, Leute. Nimm mir mein Leadcore. Wie gesagt, das hatte ich mir vorhin schnell auf die Schnelle vorbereitet. Ich denke, fährst du noch angeln, fährst du nicht angeln? Ja, was gab es lange zu überlegen? Ich denke, ach scheiße, schnelle Nacht geht immer. Habe ich öfter schon mal gemacht, zumeist im Sommer nachher. Und hat auch öfter schon mal Fisch gebracht. Wir befinden uns zwar noch sehr früh im Jahr, aber die Temperaturen in letzter Zeit waren natürlich mega geil. Da habe ich mir natürlich den besten Tag hier ausgesucht. Es regnet den ganzen Tag, hat vorhin aufgehört, ist bedeckt und windig. Ja, Herrgott, mein Gott, morgen kommt die Sonne wieder, wenn ich wieder zu Hause bin. So, kurze Rede, lange Sinn. Nee, andersrum. Einfach eingeschlauft, das Leadcore, Schlaufe. Hier ist ja eine Schlaufe in dem Leadcore drin. Einfach eingeschlauft. In dem Fall ein Inliner, 142 Gramm, ungefähr 20 cm langes Vorfach. Vierer Haken mit einem Schrumpfschlauch als Kicker drauf. Da haue ich mir einen Boilie drauf, einen 15er. Ja, diesmal werde ich einen Boilie angeln. Auf den anderen beiden habe ich einen Pop-Up drauf. Und wo ist meine Boilie-Nadel? So. Ja, das sieht hier ein bisschen schlimm aus, Leute. Tut mir leid. Ist so, wenn es schnell gehen muss, der eine oder andere wird das kennen. Kleinen, gelben 15er Boilie. Bin ich eigentlich immer ganz gut mitgefahren. So, jetzt kommt wieder die Kunst des Multitaskings. Wie gesagt, mit dem 15er bin ich mal eigentlich ganz gut gefahren. Hast doch mal Glück, dass du schöne Schleier einsteigt, wie ich beim letzten Mal schon sagte. Wenn ich weiß Gott nicht traurig drüber. Wer nimmt nicht gerne 50er Schleier mit oder sowas? Weiß ich nicht. Mich stört's nicht. Ich freue mich jedes Mal, weil das sind super Fische, meine Augen. Und gerade um die Jahreszeit, da kannst du froh sein, wenn die Route abläuft, in meinen Augen. So, Leute, sieht das Ganze erstmal aus. Ich hoffe, man sieht das so ein bisschen. Einfacher 15er Boilie, 4er Haken, kleinen Kicker, 0,35 Lips Vorfach
ins Inliner-Blei, einfach ins Liquor eingehongen. Wie gesagt, oben eingeschlauft auf eine 0,25er Geflecht. Das geht auch mit Mono und wird nicht alles, das brauche ich euch nicht erzählen, das kennt ihr. Ne? Letztens schrieb mir jemand, das muss ich einfach mal ausdiskutieren. Schön, dass du auf Video postest. Da muss ich selber schmunzeln. Cooles Kommentar übrigens. Cooles Kommentar, das ist nicht schlecht. Schön, dass du auf Videos postest, wo du nichts fängst. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß sicher, diese ganzen Werbevideos und was nicht alles, da sitzen Leute tagelang am Wasser und keine Ahnung und knallen ihn und was nicht alles. Die sind dafür bezicht, die sind da drauf gepufft, Fische zu fangen. Und das ist auch gut so. Aber ich habe euch immer gesagt, wenn ihr ins Wasser fahrt, ich filme den Tag, ich werde mich doch jetzt hier nicht hinsetzen, Leute. Gebt mir da so ein bisschen Mühe. Heute lassen wir da mal außen vor. Heute ist das hier alles ein bisschen auf die Schnelle. Oder ich fahre hier morgens um 5 her oder um 6 oder was auch immer zum Karpfenangeln. Filme den ganzen Tag bis nächster ab. Stehe nächster um 7, 8 auf. Denke mir, scheiße, hat nicht gepiept. Löschen. Das wird nicht passieren, Leute. Und wenn die nächsten 7 Karpfenvideos leer ausgehen, ganz ehrlich, lebt damit. Ne? Ich kann damit leben. Und das ist auch gut so. Wie gesagt, nimm mir von derselben Sorte auch die gelben Boilies einfach im PVA-Sack. Hau mir da noch ein Spritzer Liquid rein. Hab ein paar davon zerdrückt. Ich hoffe, man sieht das immer so ein bisschen. Allein ist das immer nicht so einfach. Eins bei mir können wir noch rein. Und wie ich schon sagte, Leute, und selbst wenn ich hier heute nichts fange, Herr Gott, man hat es versucht. Dann ist das so. Und ich werde jetzt nicht morgen früh aufstehen und mir denken, ach Gott, kein Fisch gefangen. Die Leute haben nichts gesehen. Oh Gottes Willen. Ist mir scheißegal. Ne? Ich bin doch hier keinem Rechenschaft oder Verpflichtung schuldig. Und wer es nicht sehen möchte, gibt tausend andere Kanäle, die machen es besser. So, der PVA sagt, ich drehe den einfach ein. Dann wird das Ganze hier oben. Schmeckt schön nach Liquid. Angesabbelt. Der ist zwar perforiert, der PVA sagt. Ich steche da immer noch ein paar Löcher rein, damit die Luft raus ist. Dann nehmen wir mal die gute neue Route. So. Und hängen mir die ganze Geschichte einfach so ein bisschen über dieses Eingedrehte ein. Das hält einen guten Wurf aus. Ich will nicht weit raus, wir reden hier von 10, 15 Meter. Und werde die Route jetzt rausbringen. Dazu, viel ist nicht mehr drin, aber das reicht dafür noch. Ist noch ein bisschen Grundfutter drin. Das war dasselbe Grundfutter vom letzten Mal. Es war nicht das vom letzten Mal, aber ne, Kilo Grundfutter einfach nur. Ein bisschen was habe ich jetzt verbraten, weil ich das rausgebracht habe. Wieder eine Dose Mais habe ich mal einfach püriert, bringe das mit unter, schön für Flüssigkeit, hau das mit auf den Spot drauf, gucken, wirken lassen. Heute brauche ich eh nicht mehr, die Routen bringe ich einmal aus, die hole ich vor morgen früh auch wieder nicht mehr raus, alles andere wäre Blödsinn. So Leute, Rute rein, glücklich sein. So Leute, da ist er wieder, ich hoffe mal, man sieht das, ich hätte meine Gummistiefel anziehen sollen. Wie schön, dass ich die im Auto habe. Hey Gott, suche Kameramann. Zahle Höchstpreise. Und die werde ich einfach ganz vorne, habe ich öfter schon mal gemacht, schön an gestrammter Schnur absinken lassen. Bis ihr merkt, das Blei ist auf dem Boden. Das ist nicht der beste Boden hier vorne, aber da kommt sie hin, da bleibt sie liegen. Das Ganze noch hier rein, dann nehme ich mir noch ein, zwei Boilies. Uah, diese Modder, ey. Ein, zwei Boilies, die zerdrücke ich mir einfach noch in der Hand. Ja, heute muss das ein bisschen improvisiert und ein bisschen schnell gehen, Leute. Ich möchte mir auf meinen Stuhl setzen und dann kann ich euch immer noch genug die Ohren abkauen. Und hau die einfach so ein bisschen gestreut noch hinterher. Wie gesagt, das sind nur zerdrückte Boilies, 5, 6, 7 Stück, mehr ist es nicht. Die hau ich noch mit drauf. Nimm mir noch ein bisschen von meinem Grundfutter. Was ich noch hab, da machen wir zwei kleine Stücken draus. Und ich das auch noch mit drauf. So. Leute, das war's von meiner Seite aus. Drei Routen liegen. Nur noch scharf gemacht. Dann bin ich erstmal zufrieden. Leute, wir sehen, wir hören uns. Ich räume hier erstmal auf. Thank you.
heute schönste Zeit sitzen. Das liegt, ne? Ich bin ja grundsätzlich faul, das ist nun mal so, ne? Nein, Quatsch. Aber ich sitze gerne. Ansitzangeln, das mache ich gerne. Ich habe das jetzt alles so ein bisschen aufgeräumt. Zelt steht auch, da sitze ich noch ein bisschen unter. Schlafen werde ich aber im Auto, bietet sich bei mir mal an. Ja gut, da ziehe ich noch ein bisschen anders aus, ne? Ich habe hier mehr so eine Matratze, die habe ich mir mal gekauft, die kannst du ausklappen, die passt hier rein, die ist von 2 Meter. Schlafsack oben rauf, Kissen vorne rauf, fertig. Wenn du so wie hier an das Gewässer, das wird jetzt nicht das ganze Jahr eintreten, aber so wie hier an das Gewässer, da kannst du mit dem Auto rückwärts ranfahren. Herrgott, wäre doch dumm, da jetzt im Zelt auf der Liege zu pennen. Im Auto ist es doch immer 1-2 Grad wärmer. Nimm mir das auch mit. Wie gesagt, wir haben nachts noch so um die 3-4 Grad. Alles gut, ich bin eh kein Mensch, der friert. Und von daher bin ich hier noch so ein bisschen am Aufräumen, auch wenn es hier noch so ein bisschen aussieht wie Sau. Auf der Einroute, Leute, wollte ich euch das ja nicht verschweigen, die ich draußen habe, habe ich einen 15 mm, so einen fluoreszierenden Pop-up drauf, einen gelben. Alter, meine Hände sehen aus, als wenn ich die in Chemie gebadet habe. Wascht euch mal am Tag 10-mal die Hände. Meine Fresse, sie sehen aus wie die Hand vom 40-Jährigen. Dabei habe ich ja noch eine Woche Zeit. Ich habe schon ein bisschen graus, Leute, dass ich mir den Scheiß auch aufsack. Weil ich habe in, welchen haben wir heute? 17? In 2 Wochen, nicht ganz 2 Wochen Geburtstag. Und zu Hause in Quarantäne sitzt. Auf der anderen Route habe ich meinen 15er in Pink drauf. Liebe ich gern. Mag ich ganz gern. Ich halte jetzt hier keine großen Marken in die Kamera. Muss ich sein, keine Ahnung. Wie gesagt, kann jeder Hand haben, wie er will. Das ist ja immer dieses, wenn ihr diese Pop-Ups kauft, dieses zum Einsprühen drin. Ich kipp das immer gleich aus, kipp das über die Pop-Ups rüber. Ich könnte mir da 2 Sporen in die Nase stecken. Ach, ich riech die so gerne, Alter. Das riecht mega geil, Leute. So, Herrgott. Bisschen Fluor mit zu, bisschen Liquid mit zu. Und das Ganze habe ich dann mit meinen 15 mm Bodies, habe ich dann halbiert, ein paar zerdrückt. Habe ich mir mal so einen einen Cutter gekauft, da kannst du ganz viele 15 mm, das ist extra nur für 15er Bodies, ganz viele reinmachen, drückst die rein, da ist die Cutterklinge drin, drückst zusammen, machst da unten auf die Klappe, fallen ganz viele halbierte 15 mm Bodies drauf. So, jetzt machen wir die Klappe zu hier, damit auch mal irgendwie sowas wie ein Bett zum Vorschein kommt. Hier werde ich heute Nacht nächtigen, Kofferraumklappe auf, ich schlafe, meine Güte, ich komme heute nicht klar hier, ich schlafe immer offen. So wie jetzt offen, dass du gleich bin, was ist raus kannst. Ich werde mir hier meinen Wecker auf den Brei stellen und hoffen, dass er da auch klingelt. Und wenn nichts passiert, Leute, dann ist das so. Aber 3 Uhr, das war hier immer so eine gegebene Uhrzeit. Ich habe das schon so oft gehabt, also wirklich sehr, sehr oft. Eigentlich bin ich schon hier, bin ich an dem Gewässer. Weiß ich nicht. Jetzt hauen wir mal einfach eine Zahl in den Teich. 10 Jahre. Und das war so, wenn ich manchmal wirklich nachts einen Ran hatte oder wie auch immer ein Biss, keine Ahnung. War fertig, hab den Fisch verarztet, allem drum und dran. Ich hätte auf die Uhr, ohne auf die Uhr gucken, ich sag nach 10 nach 3. Guckst, 2.45 Uhr. Ne? Das war immer um diese 3 Uhr Geschichte, mal gucken. Da zieht nämlich gerade ein schöner Fisch. Oberflächennah natürlich. Naja, wie gesagt, mal gucken. Leute, wie gesagt, entweder passiert was oder passiert nichts. Ich wollte euch, wie gesagt, die beiden habe ich draußen als Pop-Ups. Den kleinen gelben habt ihr gesehen mit dem PVA-Sack. Mehr ist es nicht. Entweder passiert heute was oder nicht. Naja, ich wollte euch unbedingt noch ein Video präsentieren. Weil, wie gesagt, bei meinem Glück passiert mir das. Meine Kinder, Frau und Co. sind morgen durch oder übermorgen durch mit der Quarantäne. Und ich habe den Mist und sitze noch mal 10 Tage zu Hause. Das würde mich hart treffen. Das würde mich sogar hart auf meinen Geburtstag treffen. Weil auf meinen Geburtstag gehe ich angeln. Alle Jahre schon immer, war schon immer so. Und das würde mich wirklich hart treffen, deswegen habe ich gedacht, heute Abend einfach mal raus, kleines Video für euch nochmal, einfach zack. Und auch mal für mich zum Rauskommen, zum Runterkommen, keine Ahnung, einfach nur mal 5 Minuten Luft holen. Jeder eine, der eine oder andere wird das kennen. Ich werde mich jetzt einfach da auf meinen Stuhl, in mein kleines Zelt steht, trotzdem, wie ich schon sagte, setzen, da aus Wasser gucken, einfach nichts machen. Leute, lasst euch gut gehen. Wenn hier irgendetwas rauskommt heute Nacht, werdet ihr es auf jeden Fall sehen. Ansonsten, Leute, durchhalten. Gute Nacht.
Eine sehr eisige Nacht lag hinter mir. Umso größer war die Freude, als ich eben mit einem freundlichen, netten, hellen Piepton geweckt wurde. Jetzt heißt es erstmal Fisch versorgen. Bis gleich. Moin, Leute. Ja, haben wir doch noch was gefangen. Mann, war das kalt heute Nacht. Ich erzähle euch mal was. Die letzten 3 Tage, 4-5 Grad nachts. Das stand hier auch nicht drin, da das so kalt war. Der Karpfen 2022 lässt noch auf sich warten. Stattdessen haben wir eine schöne Tinker gefangen. Oh, ist kein Riesentier, aber besser als gar nichts. Die hat ein paar Narben, irgendwas muss nach der mal gehackt haben. Und ein Stück von der Schwanzflosse fehlt ja auch noch. Also, Wahnsinn. Beiden Seiten, die ist mal irgendwo richtig schön in die Fänge geraten auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, Leute, ich bin happy. Könnt ihr euch vorstellen. Werd jetzt erstmal den Fisch verarzen. Und dann geht's ab für mich auch wieder nach Hause. Brötchen holen, Frühstück essen. Leute, wir sehen uns gleich noch. So, packen wir den ganzen Krempel halt alles wieder ein. Machen wir das kalt heute Nacht, Leute. Oh, einfach noch zu kalt. Oder heute Nacht. Die letzten Tage haben wir morgens rausgeguckt. Aufs Thermometer, 4 Grad, ich denke sauber. Heute Nacht -2. Oh, für ein paar Handschuhe würde ich töten gerade. Ja, Leute. Immerhin, ein Fisch konnten wir fangen. Über eine Schleie, wie ich mir sage, bin ich nicht traurig. Ist auf jeden Fall immer mitzunehmen, gerade um bei den Bedingungen. Freue mich über jeden Fisch. Oh. Boot noch verpacken, 2 Routen eigentlich noch drin. Und dann geht es in die Richtung ab, in die Heimat. Leute, ich hoffe, dieser kleine Einblick hat euch wie immer gefallen. Lasst einen Daumen oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst ein Abo da. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Hoffe ich wirklich inständig. Nicht, dass noch irgendwas kommt von dem ganzen Rotz da. Und bis dahin, Leute, lasst euch gut gehen. Ihr wisst, ich wünsche euch immer das Beste. Ich sehe zu, dass ich heimwärts komme. Macht's gut. Ich bin raus. Euer Chubinho. Ciao.